Das heutige Mittwochsvideo ist geprägt vom Trend zur Dummheit und Stümperei. Hallo, ich bin der Callcenter-Crasher. Der zweite Anruf ist mal wieder richtig trendig, aber vorher noch ein kurzer Anruf. Beim ersten Anruf habe ich die Aufnahme etwas zu spät gestartet, weswegen er mit der Nennung einer E-Mail-Adresse beginnt. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit und der beginnt wie immer nach dem Intro. Entsafter, bitte. Entsafter@selbst.de. Ist die noch aktuell? Ich glaube, das ist ein alter Datensatz. Ach so. Ja, sagen Sie mir die aktuelle E-Mail-Adresse. Ich kann für Sie dann die Info zukommen lassen. Wir haben jetzt ein Sonderangebot für Beginner bei uns. Ich kann Ihnen die ganze Info zusenden, inklusive Ihre Zugangsdaten. Sagen Sie bitte die E-Mail. Ja, von welcher Firma sind Sie jetzt nochmal bitte? Ja, unsere Firma heißt FSL. Sie waren bei uns noch nicht angemeldet. Sie haben einfach Ihre Daten gelassen. Deswegen frage ich ja erstmal, welche Ihre Firma ist. Ja. Ich konnte das nicht so gut verstehen. Wie heißt Ihre Firma jetzt? Ja, die Plattform selbst meinen Sie. Unsere Finanzgruppe, die heißt ATS. Das ist eine große Gruppe mit vielen Unternehmen. Ich kann Ihnen die ganze Info zukommen lassen, sollte Sie das selbst anschauen, online, weil das alles zu erzählen mit schlechter Verbindung ist sehr kompliziert. Ja. Sie haben eine schlechte Verbindung. Von wo aus rufen Sie denn an? Ja, wir rufen von Deutschland an, aber das ist eine VIP-Telefonie. Deswegen kann es sein, dass Sie von Internet abhängig sind. Ja, das heißt, Sie haben ein billiges Internet. Also, na gut, dann versuchen wir es auch einfach mal. Nennen Sie mir mal Ihre Webseite. Es ist zu kompliziert, so zu nennen. Soll ich Ihnen diktieren? Nee, das ist ganz einfach. Ja, können Sie einfach buchstabieren, genau. Ja, natürlich mache ich, aber ohne Passwort und Login kommen Sie nicht rein. Nee, ich möchte ja auch nur Ihre Internetseite erstmal sehen. Okay, ich sehe dann die Seite von unserer Gruppe allgemein, weil da bei der Plattformseite von unserer Handelsplattform. Das sagte ich gerade. Okay, ich buchstabiere Ihnen, ja? Ja. Das wäre Anton Dora Victor. Anton Dora Victor. Theodor Richard Anton. Bitte nochmal, Sie sprechen komisches Deutsch. Also Anton Dora Victor und Dora. Weiter. Theodor Richard Anton Dora. Nicht so schnell, also ja. Nochmal. Anton, bitte einzeln. Anton, okay. Dora, Victor, Theodor. Richard. Ja. Anton. Ja. Dora, Emil. Ja. Danach Gustav. Gustav. Richard, Otto. Richard, Otto. Udo, Paul. Udo, Paul. Mhm. Punkt. Und weiter. Punkt, ja. Punkt. Komm. Ganz normal, wie Cäsar, Otto, Manfred. Was war das? Punkt was? Komm. Ganz normal, komm. Wie bei jeder Webseite. Mhm. Also ja, Cäsar, ja Otto, Manfred. Es gibt ja noch andere Endungen, also außer komm. Okay, gut. Ja, natürlich. Gut, dann versuchen wir die doch erstmal zu öffnen. Okay, bitte tun Sie das. Ja, es macht gerade auf. Augenblick. Ist gerade ein bisschen langsam. Kann sein. Ja. Da können Sie oben die Sprache wählen. Ja, Augenblick. Ja, natürlich. Sagen Sie einfach Bescheid. Ja, ich muss ja nochmal Augenblick so. Es ist gerade ein bisschen langsam hier. Ja. So. Gut, jetzt sehe ich Ihre Seite. Also, da war können Sie die Sprachauswahl machen, also auf Deutsch gehen und alles gründlich durchlesen, was wir alle so anbieten, unsere Gruppe. Ja, ich habe Sie ja jetzt am Telefon, das können Sie mir sicherlich erzählen, oder? Ja, natürlich. Wir sind eine ganz normale Online-Börse, Finanzbörse. Wir bieten gerne an, handeln mit uns gemeinsam, mit künstlicher Intelligenz-Roboter oder auch mit einem Analytiker. Ja, Sie wissen ja, künstliche Intelligenz ist populär und der Roboter, der macht populär, aber nicht so sehr wirksam und effizient.
Der macht keine Fehler und mit dem verlieren Sie auch kein Geld. Er hat dieses Stop-Loss-Algorithmus. Das heißt, na gut, das hat ja jeder Metatrader schon drin. Das hat ja nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Nein, ich meine, da tun Sie gar nichts. Oder Sie können, wenn Sie mehr verdienen möchten, können Sie das mit Ihrem persönlichen Analytiker tun. Der hat auch Insider-Informationen und mit dem kann der Gewinn wirklich höher sein als mit künstlicher Intelligenz. Oder Sie können auch beide Methoden versuchen. Ja gut, und mit was kann man bei Ihrer Plattform jetzt genau handeln? Mit allen Produkten praktisch über jede Börse. Es gibt ja Tausende davon, ich würde sagen. Es geht um Rohstoffe, Aktien, Währungen, Kryptowährungen und so weiter. Ja gut, weil ich hätte an zwei Rohstoffen hätte ich Interesse. Und zwar einmal an Öl wahrscheinlich. Ja. Ich kann Ihnen das gerne sagen. Einmal an Dysprosium, Gallium, Germanium, Hafnium, Indium, Neodym, Praseodym, Rhenium, Tellum und Terbium. Okay. Das sind seltene Erden. Und an Kobold, wie gesagt. Kann ich das bei Ihnen handeln? Wie ich sagte, ich bin kein Experte. Wir haben Finanzexperten, die mit Ihnen gemeinsam arbeiten. Ich bin zuständig nur für Ihre Accounts. Verstehen Sie, was ich meine, ja? Ich habe keine Finanzausbildung. Dann geben Sie mir bitte den Experten. Ich möchte ja schließlich wissen, ob ich bei Ihrer Plattform mit meinen Rohstoffen handeln kann. Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse sagen, ich schicke Ihnen Zugang zur Plattform, dann können Sie selbst anschauen. Nee, ich möchte ja noch keinen Zugang. Ich möchte erstmal jemanden sprechen, der mir sagt, ob ich bei Ihrer Plattform damit handeln kann. Mit dem Experten reden nur unsere Kunden, bestehende Kunden. Ja, nee, wie wird man dann ein bestehender Kunde? Ja, Sie machen eine Überweisung auf Ihr eigenes Handelskonto und Sie bekommen ein Gespräch mit dem Experten. Der ist eine Person mit über 7 Jahren Erfahrung, das kostet alles Geld. Wir machen das nicht kostenlos, wir kennen Sie auch noch nicht. Gut, Sie haben gerade gesagt, 7 Jahre Erfahrung. Wie erfahren ist denn Ihre Firma? Wie lange sind Sie denn schon am Markt? Wir sind schon länger als 7 Jahre auf dem Markt. Ich persönlich bin nicht so lange hier, aber die Firma, das ist ein großes Unternehmen, große Börsen, Handel über ganz Europa. Ja, und Sie arbeiten, wie lange sind Sie schon dabei und arbeiten mit dieser Webseite? Mit dieser Webseite über ein Jahr. Über ein Jahr? Persönlich, aber wie gesagt, ja, ich bin nur eine Account Managerin, nicht mehr. Und Sie arbeiten seit über einem Jahr mit dieser Webseite? Ja. Oh, das ist klasse. Natürlich. Dann weiß ich noch, was ich kaufen möchte tatsächlich. Ich möchte bei Ihrer Webseite eine Zeitmaschine kaufen. Schön. Genau. Bieten Sie die Zeitmaschine an? In welchem Bereich werden Sie sie suchen? Bei Rohstoffen, bei Kryptowährungen oder bei Aktien? Ich weiß ja nicht, wie Sie die Zeitmaschine benutzen, aber Sie sind sicherlich offensichtlich, Sie haben gesagt, 7 Jahre ist Ihre Webseite online und Sie arbeiten über ein Jahr mit dieser Webseite. Haben Sie gesagt, richtig? Ja, ich arbeite schon. Was ist Ihre Frage? Sagen Sie, ich sehe, Sie haben keine konkrete Frage, nur über Rohstoffe. Doch, habe ich. Wenn Sie mich ausreden lassen würden, dann kann ich Ihnen das gerne sagen. Ja, ich sehe, Sie sind nicht bereit für die Zusammenarbeit. Ja, doch, aber Sie lassen mich ja gar nicht ausreden. Ihre Webseite existiert gerade mal 94 Tage. Ja, wahrscheinlich hieß sie dann anders. Das ist die allgemeine Seite. Ich habe Sie gefragt, wie lange Sie mit dieser Webseite arbeiten. Ja. Und Sie haben gesagt, über ein Jahr. Diese Webseite existiert erst 91 Tage. Okay, wie gesagt, Tage. Wahrscheinlich wurde das neu gemacht. Nein, es wurde komplett neu gemacht. Welche Firma ändert ihren Firmennamen? Unsere Kommunikation geht jetzt zu Ende. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sind Sie ein Betrüger. Okay, sind Sie ein Betrüger, ja? Ihr habt gehört, wie hektisch sie auf einmal wurde, als ich unangenehme Fragen stellte. Erst wollte sie mich abzocken und plötzlich war ich nicht mehr bereit, mit dieser Firma zu arbeiten. Sie hat es richtig erkannt. Ich lasse mich nicht betrügen. Kommen wir nun zum zweiten Anruf, den ich von einer Nummer aus Dänemark erhielt. Behaltet das mal im Hinterkopf, wenn dieser trendige Anrufer mit seiner Stümperei beginnt. Wohlgemerkt ist er ein Berliner, der vorgibt, aus Berlin anzurufen.
Und nun viel Spaß mit dem zweiten Anruf. Hallo? Schönen guten Tag, rede ich mit dem Herrn Heinrich? Heinrich? Genau. Wen wollen Sie denn sprechen, bitte? Heinrich. Heinrich ist ja ein Vorname. Heinrich Ribisam. Ja, das bin ich, richtig. Und zwar, Herr Heinrich, ich Herr bin der Riebesam, Michael. bitte. Herr Ribisam, okay, wenn Sie es so wollen. Ja, natürlich, wir kennen uns doch nicht. In Ja, Herr Deutschland. Michael. In Herr Riebesam, Deutschland. ich bin der Michael. Und der Ich Nachname? suche Sie Michael Fischer. Herr Fischer. Genau. Und ich rufe Sie von dem globalen Finanzmarkt an. Der Und zwar globale haben Sie sich, Finanzmarkt. genau, und zwar haben Sie sich an unserem Website angemeldet, aber Ihr Account noch nicht aktiviert. Ich wollte den Grund dafür wissen. Welche Webseite ist denn Ihre Webseite? Market Trend 24. Market Trends 24. Ja, da war, glaube ich, zu wenig Informationen. Irgendwie habe ich bekommen. Wurde Ihnen irgendwas, ein E-Mail zum Beispiel zugeschickt oder so? Müsste ich mal gucken. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, ich finde gerade nicht, nee. Also wenn Sie wollen, kann ich eine E-Mail schicken. Es ist so Informationen über den Market Trend. Und ich kann auch mit so mit sprechen, kann ich auch Ja gut, kurze dann erklären Sie Informationen doch für mal, Sie was Sie sagen. anbieten. Wir bieten einen Finanzberater an. Das heißt, der Finanzberater kann Ihnen helfen mit Traden. Das heißt, er kann sagen, wo Sie Ihr Geld am besten sozusagen investieren könnten, damit Sie auch Gewinn machen. Okay? Wir bieten, arbeiten Sie? Wie jetzt gerade nicht. Ich bin am Telefonieren gerade. Aber am Allgemeinen. Natürlich. So. Sie arbeiten. Das heißt, Sie haben ja natürlich keine Zeit sozusagen zum Traden, oder? Sie können nicht jederzeit traden am Computer sitzen. Wieso? Was hat das jetzt damit? Erzählen Sie doch erstmal, was Sie anbieten überhaupt. Das wollte ich ja sagen. Schauen Sie, wenn Sie arbeiten, haben Sie ja nicht so Zeit zum Traden. Deswegen bieten wir auch einen Robotiksystem an. Das heißt, stellen Sie Sie können es so aufstellen, sozusagen. Den muss ich also bei Tun mir zu Sie. Hause aufstellen, den Roboter? Na, 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 das ist auf der Website Ja, Sie haben doch eingestellt. gerade gesagt, das können Sie zu Hause aufstellen, haben Sie gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Sie können es aufstellen, haben Sie gesagt. Einstellen, Nee, einstellen. Sie haben aufstellen gesagt. Dann haben Sie falsch verstanden. Nee, Sie haben falsch gesagt. Sie haben gesagt aufstellen. Schauen Sie, ich erkläre den Robotiksystem, okay? Na gut. Investieren Sie, sagen wir mal, 50 Euro. Machen Sie Profit von den 50 Euro. Sie stellen auf dem Robotiksystem ein. Wenn Sie zum Beispiel 5 Euro zum Beispiel Profit machen, dann nimmt der Roboter sozusagen den 5 Euro Profit schon ein. Wissen Sie, er tut nicht so weiter, wie soll ich Nee. sagen, Machen weiterarbeiten. Sie das den Wenn Sie ersten Verlust Tag? machen, wie bitte? Machen Sie das den ersten Tag? Was den ersten Tag? Diese, ich nenne es mal Beratung. Beratung? Nein. Machen Sie nicht am ersten Tag? Warum stammeln Sie dann so? Strammeln? Ich Stammeln. tue nicht strammeln. Stammeln. Strammeln? Ja. Ich tue nicht Ja. strammeln. Wie war Ihr Name? Schmidt war Ihr Name? Michael. Na, na, Michael. Und der Nachname war? Fischer. Fischer, Fischer. Sie haben einen deutschen Namen und sprechen sehr schlecht Deutsch. Wie kommt denn das? Sie wollen sagen, ich spreche schlecht Deutsch oder was? Richtig, natürlich. Also Michael würde ich jetzt nicht sagen, dass er ein deutscher Name ist, Doch, natürlich, aber ich auch bin ein ein Deutscher. Deutscher. Aber Sie sind ein Deutscher. Von wo Genau. sind Sie denn in Deutschland? Von Berlin bin ich. Sie sind von Berlin und sprechen so schlecht Deutsch. Also, das ist ein schlechter Kompliment, Nee, Herr Heinrich Rübsam.
Das ist kein Kompliment. Sie sprechen wirklich sehr, sehr schlecht Deutsch. Für einen Deutschen, der so schlecht Deutsch spricht, das glaube ich Ihnen nicht, dass Sie ein Deutscher sind. Deutsche Sprache ist schwere Sprache, ne? Ja, genau. Aber für einen Deutschen ist die deutsche Sprache nicht schwer. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich Ich war aber. in der Schule und die Und nicht. Nee, in welcher es Schule gibt. waren Sie denn? Wieso wollen Sie das wissen? Na ja, gut, Sie haben gesagt, Sie wären in einer Schule gewesen. Und jetzt frage ich, in welcher Ja, Schule waren Sie Sie? lassen mich nicht ausreden, oder? Ja, doch, dann sagen Sie. Nein, Sie lassen mich nicht ausreden. Ich will reden, dann zwischen Sie Dann quatschen sagen Sie Sie da jetzt wieder, mal, ich keine lasse Sie Ahnung. jetzt ganz in Ruhe mal ausreden und Sie sagen mir, warum Sie als Deutscher so schlecht Deutsch sprechen und auf welcher Schule Sie waren. Nein, das muss ich nicht sagen, in welcher Schule ich war. So, also Ich Sie wollen wollte auch Ihnen nicht. eigentlich, ich wollte Ihnen eigentlich ein ganz was anderes erklären Na, dann erklären Sie über mal mein los. Trading-System. Ja, weil Robotiksystem sind bestehen geblieben, oder? Ja, ich weiß ja nicht, es war sehr stümperhaft erklärt, deswegen habe ich ja gefragt, ob Sie das den ersten Tag machen. Mit dem Gewinn haben Sie verstanden oder nicht mit dem Profit, dass der Roboter den Profit sich einnimmt, Ja, natürlich, wenn Sie einen Profit machen? ja, nur sich einnimmt. Das ist wieder so ein perfektes Deutsch. Aber ich verstehe, Sie haben einen Roboter. Und Genau. ich halte von Robotersystemen nichts. Es gibt kein Ein funktionierendes Roboter. Robotersystem? Warum unterbrechen Sie mich Robotersystem ist eigentlich? Warum unterbrechen so Sie ein mich Hilfe. eigentlich? Ja, weil Sie nicht verstanden haben, deswegen, Nein, weil Sie ich falsch habe doch geredet haben. geredet. Sie wissen ja noch gar nicht, was ich sagen wollte. Sie haben es ja noch gar nicht zum Ende gehört. Rennen Sie bitte weiter. Ja, sehr schön. Es gibt kein funktionierendes Robotersystem zum Handeln. Gibt es nicht. Sind Sie fertig? Ja. Schauen Sie. Robotersystem ist nicht dafür, dass es die ganze Zeit ja nur der Roboter macht, sondern dass es nur hilft. Sagen wir mal, Sie schlafen ja auch, oder in der Nacht? In der Nacht können Sie ja nicht traden. In der Nacht ist der Roboter sozusagen dafür zuständig, damit Sie Profit machen und keinen Verlust machen. Es ist so, bei Profit haben Sie ja verstanden. Und bei Verlust können Sie auch so einstellen. Sagen wir mal wieder, Sie haben 50 Euro investiert. Sie können einstellen, dass wenn Sie einen Euro Verlust machen, der Roboter erkennt das ganz schnell und tut nicht mehr weiter traden. Verstehen Sie? Ihr Geld wird sozusagen rausgenommen von der Investition. Und das war jetzt Und alles. wir haben noch, nein, und wir haben noch Bonus. Wenn Sie zum Beispiel 250 Euro investieren, kriegen Sie, warten Sie kurz, ich schaue nach, wie viel Bonus Sie kriegen. Ganz kurz. Wenn Sie 250 Euro investieren, kriegen Sie 70 Euro Bonus. Sie können sozusagen mit den 70 Euro erstmal traden, schauen, wo es am besten ist und so. Sie können sich auch mit dem Finanzberater, Sie können ja sich mit dem Finanzberater so reden. Wenn Sie 500 Euro investieren, kriegen Sie 250 Euro Bonus. Und wenn Sie 1000 Euro investieren, kriegen Sie 300 Euro Bonus. Sie können mit dem Bonus sozusagen ja schauen, wo es am besten ist, um zu traden. Das kann ich mit dem Und Bonus. dann, genau. Ja, dann versuche ich das doch mal mit dem Bonus. Möchten Sie also investieren? Ja, ich erstmal mit dem Bonus, haben Sie ja gesagt. Den Bonus kriegen Sie erst dann, wenn Sie zum Beispiel, ich habe es ja erklärt, investieren Sie 250, also Sie kaufen nicht direkt irgendwas ein oder tun nicht direkt traden, es kommt nur, das Geld kommt nur auf Ihren Account. Wenn Sie den 250 Euro investieren, in Ihren Account reintun, sozusagen, kriegen Sie 70 Euro Bonus.
Ja, und sie Wenn sagten, es ich kann. nichts damit klappt, wenn es nichts klappt, wenn es Ihnen nicht gefällt, ihr könnt auch den Geld rausnehmen von Ihrem Account. Ihr? Wer ist Es jetzt ist. ihr? Ja, Sie. Ja, weil sie ihr sagten, ihr könnt Geld rausnehmen. Ich bin ja alleine. Das ist ja kein ihr. Ja, sitzen halt. Ja gut, sehr interessant. Sehr interessant mit dem Bonus und dem Handel. Wie viel Gewinn kann ich denn machen bei Ihrer Firma? Es kommt darauf an, investieren Sie viel, machen Sie auch viel Gewinn. Es kommt auf den Betrag an. Gut, dann frage ich mal anders. Wie viel Prozent kann ich Gewinn machen? Der Prozentsatz ist ja immer gleich. Wie viel Prozent Sie Gewinn machen? Ja, genau. 90% von Ihrem Gewinn ist Ihrs Nein, und nein, wie viel 10% Gewinn? ist von Nein, nein. sagen Sie? Wie viel Gewinn ich in Prozent mache von meinem investierten Geld? Wie viel Prozent Gewinn ich mache? Nicht wie viel davon meins ist, sondern wie viel Gewinn ich mache in Prozenten. Also damit kenne ich nicht aus, ehrlich gesagt. Ja, dann Da leiten müssen Sie Sie mich bitte mal an wen weiter, der mir die Frage beantworten kann. Mit Finanzberater Ja, sprechen. dann geben Sie mir den Finanzberater bitte. Oder schalten Sie nicht ab, ich rede mit meinen Kollegen. Ja, gut, ich schalte nicht ab. Okay. Nun muss ich erklärend reingrätschen, um euch zu sagen, dass jedes Mal, wenn der Stümper mich aufforderte, nicht abzuschalten oder kurz zu warten, er mich minutenlang warten ließ. Diese und spätere Wartezeiten habe ich für euch natürlich herausgeschnitten. Hallo? Dauert das noch länger? Warten Sie bitte noch ganz kurz. Herr Ribesam, hören Sie mich? Ja. Also mir wurde gesagt, wenn Sie 250 Euro investieren, können Sie bis zu 2000 Euro Gewinn machen. Ich wollte eigentlich die Prozentzahl wissen. Wissen Sie, wie viel Prozent das Wie viel ungefähr sind? Prozent von wie bitte? Ich wollte gerne die Prozentzahl wissen. Aber was für ein Prozentzahl wollen Sie wissen? Ich verstehe es nicht. Ja, das befürchte ich. Die Prozentzahl, wie viel ihre Investoren durchschnittlich Gewinn machen. Da gibt es eine Prozentzahl. Machen Sie, also bei 250 Euro würde ich sagen, grob geschätzt sind das dann 400% oder so. Also, ich will Sie auch hier auch nicht einlügen. Ehrlich gesagt, Oh, ich das kenne ist mich nett. da Das ist nett mit. von Ihnen. Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich kann Sie auch nicht einlügen. Ich will auch Sie nicht einlügen. Ich kenne mich da mit Prozenten ehrlich gesagt nicht aus. Sie können also keine Prozentrechnung. Okay, gut. Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, das Angebot ist interessant. Wie kann ich bei Ihnen einsteigen? Wir werden, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einen Link zuschicken. Und dann? Und ja, dann müssen Sie, wie wollen Sie, mit welcher Zahlungsoption möchten Sie einzahlen? Welche Bankkarte und so fort. bieten Sie denn an bei Ihrer Firma? Warten Sie ganz kurz, ich schaue nach, welche wir haben. Soforteinzahlung haben wir. Klarna, kennen Sie? Klarna, ja, aber das Klarna ist ja ein Drittanbieter. Ich würde überweisen, eine Überweisung direkt an Ihre Firma. Mit Kreditkarte oder? Ich sagte gerade direkt Überweisung, Überweisung, eine SEPA-Überweisung. Wissen Sie, was das ist? Ein was bitte? Eine SEPA-Überweisung. Wissen Sie auch Wie nicht? funktioniert das? Banküberweisung. Direkt auf Ihr Konto von meinem Konto. Banküberweisung Richtig. von SEPA einem. ist das. Das nennt sich SEPA. Ja, Sie nennen keine Ahnung, welche Wörter, da kenne ich mich nicht aus. Ja, Selber höre oh, ich zum ersten Mal in meinem Leben. Sie kennen sich aber sehr wenig aus für einen deutschen Berliner. Okay. Also eine Banküberweisung. Ja.
Soll ich Ihnen den Code zuschicken? Welchen Code? Ich meine den Link, nicht den Code. Nee, kein Link. Ich brauche Ihre IBAN. Die brauche ich. Warten Sie ganz kurz. Ja. Herr Ribesam, wie viel möchten Sie denn in den Account investieren? Ja, das ist aber doch nicht abhängig davon, wenn Sie mir eine Kontonummer schicken. Ich brauche doch nur eine Kontonummer und ich hatte so an 500 Euro gedacht. 500, okay. Es muss über den Link gehen. Nee. Sie müssen es mit dem Link machen. Nein, dann habe ich kein Interesse. Ich brauche eine IBAN. Ich mache das nicht über Drittanbieter. Und Klarna ist ja ein Drittanbieter. Also wollen Sie es doch nicht? Ich möchte das mit Überweisung machen und nicht über Klarna, nicht über Drittanbieter. Aber wo ist das Problem? Das habe ich Ihnen gerade gesagt. Ich möchte ja, es. Weil es ein Drittanbieter ist, oder was? Ja, genau. Genau. Das ist das Problem. Ja, aber was macht der Drittanbieter das jetzt? Ja, so das nicht? Kann ich Ihnen gerne sagen, wenn Sie mich ausreden lassen. Klarna ist in Deutschland in Verruf geraten, sagen wir es mal so. Deswegen werde ich mit Klarna nichts machen. Okay, Herr Ribesam. Ja. Da kann ich auch Ihnen nicht weiterhelfen. Gut, Herr Fischer war Ihr Name, ne? Wie hieß Ihre... Michael. Ja, Herr Fischer. Also, wie hieß Ihre Plattform noch gleich, bitte? Market Trend 24. Ah ja, okay, gut. Und Market Trend 24, ist das eine deutsche Webseite, oder? Genau. Eine deutsche, also markettrend24.de, richtig? Hallo. Es ist mit .com. Aha. Nicht mit .de. Also .com. Okay. Genau. Gut. Market Trend. Ich suche gerade danach. Also wie schreibt sich das genau nochmal? M. Ja. A R. Ja. Schreiben Sie auf? Ja. Und weiter? M-A-R-K-E-T. Ja. T. Ja. Schreiben Sie auf? Ja, ich warte darauf, dass Sie weiter... END24. Market Trend in einem Wort geschrieben, 24.com, richtig? Genau. Gut, okay, dann geben wir das doch mal ein. So. Also das Einzige, was ich finde, ist market-trend24.com. Haben Sie vielleicht das Minuszeichen vergessen? Ich habe Sie nicht verstanden. Ja, das ist schade, dass Sie mir nicht zuhören. Ich habe nur eine Seite gefunden, market-trend24.com. Aber das ist ja dann eine falsche Seite. Sie haben ja gesagt, market-trend24.com ohne Bindestrich, ohne Minuszeichen. Hallo. Hallo. Herr Ribesam. Ja, bitte antworten Sie auf meine Frage. Und da hat der völlig überforderte Betrüger direkt aufgelegt.
Regelmäßige Zuhörer haben es sicherlich erkannt, das war dieselbe Firma wie im letzten Mittwochsvideo und sie blieben ihrem Trend zur Dummheit treu. Ich bin gespannt, ob die es nochmal versuchen. Ich werde euch berichten. Das war's für heute und ich weise euch auf das Sonntagsvideo hin. Ich hoffe, dass ich bis dahin das Abschlussgespräch mit einer besonderen Firma geführt habe, um am Sonntag den ersten Teil dieser Serie zu veröffentlichen. Versprechen kann ich es euch leider noch nicht, also kann es sein, dass ein normales Sonntagsvideo kommt. Bis Sonntag also, bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter-Kascher.